Ja, ich bedanke mich erstmal für die freundliche Einladung, der ich natürlich sehr gerne gefolgt bin. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christine Andersson, ich bin 49 Jahre alt und lebe mit meiner Familie seit dem Jahr 2000 im wunderschönen Limburg an der Lahn. Ich habe drei Töchter im Alter von 14, 16 und 20 Jahren. Ja, warum bin ich hier? Weil ich meine, in Deutschland muss man aufgeräumt werden. Alle vier Jahre überbieten sich nämlich die Parteien darin, den Wählern eine möglichst rosige Zukunft zu versprechen. Aber das kann man ihnen nicht vorwerfen. Sie tun nur das, was nötig ist, um ihre Macht zu erhalten. Nein, vorwerfen muss man es denen, die das ermöglichen. Uns, meine Damen und Herren, uns, dem Wähler, muss man vorwerfen, dass wir die da oben schon seit Jahrzehnten damit haben durchkommen lassen, uns vor der Wahl Dinge zu versprechen, die nach Aussage Frau Merkels nach der Wahl nicht mehr gelten. Wir alle haben jahrelang immer und immer wieder die gleichen Parteien gewählt, nämlich die, die daran beteiligt waren, das einstige Sturmgeschütz der Demokratie, unser Parlament, zu einer Krabbelgruppe gesinnungsethischer Weltretter umzufunktionieren. Das Parlament, dessen erste und oberste Pflicht es wäre, die Regierung zu kontrollieren, beschränkt sich nämlich inzwischen darauf, einer Kanzlerin zu huldigen, deren Auffassung es ist, dass Fehlentscheidungen nicht korrigiert, sondern dem dummen Volk, Ihnen, meine Damen und Herren, nur besser erklärt gehören. Meine Damen und Herren, wir schauen uns mal die Wahlversprechen und süßen Verheißungen der etablierten Parteien an. Die CDU verspricht uns ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht. In einem Land, in dem ich hinter Betonklötzen über den Weihnachtsmarkt kommen muss, beim Einkaufen mit Messern drohe, erstochen zu werden, in einem Zug Gefahr laufe, mit einer Axt erschlagen zu werden und beim Joggen möglicherweise bis zur Bewusstlosigkeit vergewaltigt zu werden, in einem solchen Land kann ich nicht gut und gerne leben. In einem solchen Land will ich auch gar nicht leben. Und dass nun ausgerechnet die CDU wirbt auf ihren Wahlplakaten für Sicherheit und Ordnung. Ganz so, als wäre es nicht die Kanzlerin einer CDU-geführten Regierung gewesen, die unsere Grenzen und damit Tür und Tor für Mord, Totschlag, Vergewaltigung, ethnische Massenschlägereien und religiös motivierte Straßenkämpfe geöffnet hat. Kein vernünftiger Familienvater, meine Damen und Herren, kein vernünftiger Familienvater öffnete seine Tür für jedermann, nehme wahllos Hunderte in sein Haus auf, alimentierte sie vom Familienvermögen, beteuerte immer wieder, dass sie sich doch mehrheitlich an die Regeln hielten und stellte wieder besseres Wissen in Aussicht, sie könnten eines Tages vielleicht sogar unser Familieneinkommen erwirtschaften. Nur um dann, wenn er feststellt, dass seine Familie im eigenen Haus nicht mehr sicher ist, nur um dann beharrlich die Ursache auszublenden, Securities rauszuholen, Kameras zu installieren, jede Kritik als Hetze abzutun, seine sich über aggressives Auftreten beklagenden Kinder als Menschenfeinde zu beschimpfen, dann aber doch sicherheitshalber in der Küche die Messer wegräumt, vor den Zimmern der Kinder Taschenkontrollen anordnet und vielleicht dazu rät, doch besser eine Armlänge Abstand zu halten. Nein, meine Damen und Herren, ein vernünftiger Familienvater, käme er jemals auf so eine idiotische Idee, würde alle rausschmeißen und seine Türe verschließen. Punkt. Denn genauso wie die Sicherheit und Ordnung eines jeden Haushaltes durch das Verschließen der eigenen Haustüre gewährleistet wird, so wird natürlich auch die Sicherheit und Ordnung eines jeden Landes durch den Schutz seiner nationalen Grenzen gewährleistet. Wenn Frau Merkel dann noch auf einem Wahlplakat
ihr Geheimrezept für erfolgreiche Regierungsarbeit preisgibt. Das große Ganze beginnt mit einem Ohr für die kleinen Dinge. Dann frage ich mich, was um alles in der Welt muss man geraucht haben, um zu glauben, dass man sich damit nicht zum Gespött der Wähler macht? Frau Merkel hat weder ein Ohr für die kleinen Dinge, noch hat sie ein Ohr für die großen Dinge. Unser Land ist ihr völlig egal. Dennoch träumt sie davon, in die Geschichtsbücher einzugehen. Das wird sie auch. Bin ich fest von überzeugt. Ihr Name wird einen ihren Verdiensten angemessenen Platz in den Geschichtsbüchern erhalten. Und zwar unter der Kategorie die größten Volksverbrecher aller Zeiten. Denn da gehört sie hin. Die SPD, kommen wir zur SPD. Die SPD, die einzige Partei, die die Interessen der Arbeiterklasse vertreten hat, präsentiert dem Wahlvolk einen Martin Schulz. Der Karnevalsprinz von Würselen, der ohne rot zu werden behauptet, die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes zu kennen. Meine Damen und Herren, ich bin mir ziemlich sicher, ein Eurokrat, der sich von seinem aus Steuergeldern aufgebrachten Einkommens von etwa 250.000 Euro im Jahr einen Kammerdiener leistet. Alles gut. Ein Eurokrat, der sich von seinem aus Steuergeldern aufgebrachten Einkommen von etwa 250.000 Euro im Jahr einen Kammerdiener leistet, von dem er sich jeden Tag eine frische Unterhose rauslegen lässt, weiß mit Sicherheit nichts von den Lebensumständen einer alleinerziehenden Mutter, die ihrem Kind zwar eine frische Unterhose rauslegen will, es aber nicht kann, weil sie sich die Reparatur der Waschmaschine von ihrem 450-Euro-Job gar nicht leisten kann. Und dass dann die SPD vorgibt, dafür sorgen zu wollen, dass die Rente nicht klein ist, wenn die Kinder größer sind. Das, meine Damen und Herren, ist der schlechteste aller Treppenwitze, die derzeit bundesweit auf den Wahlplakaten prangen. Denn genau dafür, dass die Rente klein ist, haben doch die SPD Schröder mit seiner Agenda 2010 gesorgt wie kein anderer zuvor. Alles, was im Zuge des Konzepts der Selbstvorsorge zur eigenen Altersvorsorge mühsam von Lohn und Gehalt abgespart wird, seien es Sparbücher oder ein selbstgenutztes Eigenheim. Alles muss im Falle einer Arbeitslosigkeit zunächst verwertet werden. Gepaart mit der unsäglichen, allein der Entschuldung der Staaten dienenden Nullzinspolitik der EZB hat die SPD wie keine andere Partei dafür gesorgt, dass die Altersarmut in unserer Gesellschaft garantiert zum Normalfall wird. Dass dann in das vor der Inanspruchnahme von Hartz IV zwangsweise zu verscherbelnde Eigenheim Flüchtlinge gesetzt werden, ist dann nur die Konsequenz aus der Verachtung, die man für das eigene Volk noch übrig hat. Meine Damen und Herren, geben Sie sich bitte nicht der Illusion hin, diese unserer Gesellschaft als Massenphänomen drohende Altersarmut könne von den seit 2015 zu Millionen zu uns strömenden Fachkräften, Ärzten und Ingenieuren abgewendet werden, indem sie eines schönen Tages, natürlich noch ganz fern von heute, indem sie eines schönen Tages vielleicht mal unsere Rente bezahlen. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich garantiere Ihnen, aus dem Asylantenhimmel werden erst recht keine fallen. Applaus
Ehrlicherweise muss man aber sagen, die SPD kann die Interessen der Arbeiter und Handwerker gar nicht mehr vertreten. Denn es gibt sie nicht mehr. Das einst hehre Ziel, eine sozialgerechte Gesellschaft zu schaffen, wurde dadurch ad absurdum geführt, indem man die Chancengleichheit aller zu einer Ergebnisgleichheit aller pervertierte. Man glaubte, die Etablierung einer sozialgerechten Gesellschaft hinge nur davon ab, aus jedem Schüler einen Akademiker machen zu müssen. Es ist diese Politik der SPD in Kombination mit Schröders Agenda 2010, die die einstmals geachtete und unsere Gesellschaft durchaus tragende Klasse der Arbeiter und Handwerker zu einem von der Gesellschaft abgehängten Prekariat degradiert hat, welches sich mühsam durch das Hangeln von einem Leih- und Werkvertrag zum nächsten mal gerade noch ebenso über Wasser hält. Die Verlogenheit, mit der die anderen Parteien, die FDP, die Grünen und die Linken, ihnen vorzugaukeln versuchen, sie verträten ihre Interessen, erspare ich Ihnen heute Abend, weil ich glaube, es wäre eine Beleidigung Ihrer Intelligenz anzunehmen, dass Sie das nicht schon selber wüssten. Das Verständnis von Demokratie in unserem Land ist inzwischen völlig pervertiert. Die Aufgabe gewählter Volksvertreter in unserer Demokratie besteht schon seit langem nicht mehr darin, den Willen des Volkes umzusetzen. Stattdessen erleben wir, dass Parteien, Volksvertreter und Regierung dem Volk diktieren, welchen Willen es zu haben hat. Mit den Worten des Präsidenten der Tschechischen Republik, Miloš Zeman, komme ich zum Schluss. Falls Sie in einem Land leben, in dem Sie für das Fischen ohne Angelschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert. Sie, meine Damen und Herren, haben es am 24. September in der Hand, mit Ihrem Kreuz diese Idioten dahin zu schicken, wo sie hingehören, auf den Müllhaufen der politischen Geschichte unseres Landes. Denn wer in einer Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf. Wachen Sie bitte auf. Begreifen Sie, dass Sie denen, die schon länger hier Politik machen, völlig egal sind. Deshalb stehe ich hier als Kandidatin der AfD und trete für den Bundestag an. Denn die AfD ist angetreten, das auf inzwischen allen Ebenen sichtbar werdenden Staatsversagens aufzuhalten, dem Rechts- und Verfassungsstaat wieder Geltung zu verschaffen, im Parlament wieder eine schlagkräftige Opposition zu stellen und vor allem aber die Verachtung gegenüber dem Souverän dieses Landes, gegenüber Ihnen, meine Damen und Herren, als das zu bezeichnen, was es ist: Volksverrat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.